in den nächsten Jahren 250 Millionen Euro in dieses B-Wagen-Projekt investieren. Das heißt konkret 34 neue, aber auch 65 Altfahrzeuge, die wir baugleich modernisieren. Da wird man keinen Unterschied feststellen. Das ist eine Menge Geld, insbesondere unser Finanzvorstand guckt uns dann immer mit großen Augen an, aber wir glauben alle zusammen, dass das richtig gut angelegtes Geld ist, weil es kommt den Kundinnen und Kunden und den Dortmunderinnen und Dortmunder zugute. Wir konnten heute das erste Mal sehen, dass alle Features, die wir eingebaut haben, sehr gut funktionieren. Eins der Features ist ja, dass die Bahn gedämmt ist, 70% weniger Energieersparnis. Aber der Innenraum vor allen Dingen ist sehr viel leiser geworden für die Fahrgäste und für den Fahrer. Sie konnten auch die neue Raumgestaltung sehen, dass jetzt überall von jeder Tür aus Sondernutzungsflächen zu erreichen sind, modernes Infotainment im Fahrzeug drin ist. Und nicht zu vergessen, dass wir Türampeln an den Fahrzeugen haben, die insbesondere älteren Fahrgästen erleichtern, beim Ein- und Ausstieg in Ruhe da durchzugehen. Also das Gesamtprojekt, von der ersten Idee des Projektes bis zur heutigen Umsetzung, sind ziemlich genau 10 Jahre gewesen. Vor 6 Jahren gab es die Vergabe. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert durch Krieg und Corona. Und heute war so der letzte Tag, wo wir die letzten Unterlagen nochmal geprüft wurden von 16.000 Seiten und auch die praktische Prüfung hier vor Ort hatten. Und bei der langen Projektlaufdauer war es uns einfach wichtig, direkt an dem Tag der Prüfung auch die entsprechende Jungfernfahrt zu machen. Die Jungfernfahrt auf jeden Fall sehr erfolgreich. Alles, was wir uns vorgenommen haben, hat funktioniert. Wir haben eine junge Fahrerin, die so sehr gut ihre Arbeit macht, ausgesucht, die diese Jungfahrtfahrt machen sollte. Und sie konnten auch als Fahrgäste sehen, dass man sich da sehr bequem aufhalten kann im Fahrzeug.